15 Uhr. Am Freitag, den 24.02.2023, standen hunderte Menschen vor den Rathäusern von Münster und von Osnabrück. Es war der Jahrestag des Überfalls Russlands auf die Ukraine. Das Ziel war es, mit einer Menschenkette oder Friedenskette die beiden Städte zu verbinden. Laut öffentlicher Aussage der OrganisatorInnen sollte sie ein Symbol und Denkanstoß für die Forderung nach Friedensverträgen unter Wahrung der territorialen Souveränität bei allen kriegerischen Auseinandersetzungen auf dieser Welt sein. Bereits im Voraus riefen die InitiatorInnen zur Teilnahme an der Menschenkette auf und wendeten sich an Sport- und Kulturvereine sowie an Verbände. Unter den OrganisatorInnen sind Felix Rettig und Saskia Brömmern. Die Aktion trägt für die SchülerInnen mehr als ein wichtiges Ziel mit sich. Genau, also die Ziele sind hauptsächlich einfach erstmal präsent zu sein und ein Zeichen zu setzen für den Frieden hier, den Frieden in der Ukraine, aber auch den Frieden weltweit. Um diese Ziele zu erreichen, sind öffentliche Bekenntnisse essentiell. Zudem erhofft sich das Organisationsteam der Friedenskette, mit ihrer Aktion zum Nachdenken anzuregen. Ja, ich denke, es ist wichtig, dass man den Menschen hier in Deutschland, aber auch den Menschen weltweit zeigt, dass man für den Frieden einsteht und dass wir Frieden, so wie wir ihn hier haben, uns auch der ganzen Welt wünschen. Auch wenn das nicht sonderlich realistisch ist in den nächsten Jahren. Aber wir möchten einfach ein Zeichen setzen von der Zivilisation an die Zivilisation, dass wir Frieden wollen. Und ergänzend dazu glaube ich, dass es einfach wichtig ist, auch zu zeigen, dass Frieden, wie wir ihn kennen, der für uns oder für unsere Generation zumindest hier sehr schnell für selbstverständlich anerkannt wird, das eben nicht ist. In anderen Teilen auf der Welt ist Frieden kein selbstverständliches Thema. Und ich glaube, da muss man einfach mal ein Zeichen setzen und die Menschen auch immer wieder daran erinnern, dass Frieden eben nicht selbstverständlich ist. Felix Rettig zeigt in Bezug auf die Thematisierung von Frieden und Krieg in unserer Gesellschaft einen klaren Standpunkt auf. Er betrachtet das Thema vor dem Hintergrund der aktuellen politischen Entwicklungen. Ich denke, dass wir da auf jeden Fall noch mehr darüber diskutieren sollten. Vor allem jetzt, wo wir auch den Krieg in Europa haben, in der Ukraine, der jetzt auch so nahe liegt, sollten wir auf jeden Fall noch mehr darüber nachdenken als vorher schon. Einfach, weil es uns jetzt auch noch mehr betrifft hier in Deutschland. Trotz ihrer Zufriedenheit fällt ihnen Verbesserungspotenzial auf. Falls sich das Ereignis also wiederhole, würden sie in manchen Aspekten anders vorgehen. Also ich glaube, dass es auf jeden Fall nie verkehrt ist, mehr Vorlaufzeit zu haben oder auch einfach nochmal andere Kanäle zu bespielen und guckt, wo sind die Menschen drüber erreichbar, die man erreichen möchte. Wenn ich jetzt an die jüngere Generation denke, dann fällt mir zum Beispiel TikTok ein, dass man einfach guckt, dass man die jungen Leute über die Kanäle erreicht, wo sie eben zu finden sind, aber dass man auch zeitgleich guckt, wie kann man andere Generationen erreichen, die eben nicht über diese Medien erreichbar sind und da einfach eine ganz große Bandbreite aufzubauen, so wie wir es jetzt auch hier bei dieser Aktion schon versucht haben, um da einfach zu schauen, dass möglichst viele Leute angesprochen werden. Neben den OrganisatorInnen sind natürlich auch andere BürgerInnen nach Münster und Osnabrück gekommen, um die Friedenskette zu unterstützen. Ihre Gründe der Teilnahme ähneln sich zwar, jedoch unterscheiden sich die Wege, wie die TeilnehmerInnen auf die Aktion aufmerksam wurden, leicht. Einfach als Lehrkraft bin ich da, aber auch, weil ich es einfach ganz furchtbar finde, dass Krieg überhaupt möglich ist und dass Menschen so verbissen sein können, über andere Menschen herrschen zu wollen. Also das geht bei mir nicht in den Kopf. Ich bin gestern angefahren aus Bielefeld, weil eben heute der Jahrestag des Krieges ist und ich meine gute Energie zu dieser Friedenskette bringen wollte und nach Münster in die Friedensstadt, wo eben das erste Mal eine Friedensverhandlung während eines laufenden Krieges stattfand. Wir waren jetzt von Seiten der Schule hier, wir sind hier an der berufsbildenden Schule in Osnabrück, berufsbildende Schule in Marienheim und haben da von Seiten des Kollegiums einen Aufruf gestartet, mit Lehrkräften und Schülern auf freiwilliger Basis hier teilzunehmen und waren auch mit relativ vielen Leuten jetzt hier und genau, auch nochmal als Ausdruck, dass wir als Schule das auch gutheißen und uns auch gerne dafür einsetzen möchten. Ich bin Friedensaktivist, wie gesagt, bei der Gesellschaft für bedrohte Völker, zuständig für Minderheiten aus dem Nahen und Mittleren Osten und ich bin auch politisch aktiv und setze mich halt für Menschenrechte weltweit ein und dieser Tag passte. In Bezug auf die Organisation der Aktion teilen sie eine ähnliche positive Meinung. Jedoch wird auch Irritation geäußert. Ich finde es gut. Es wird nichts an Frieden machen,
der Ukraine auf jeden Fall nicht helfen, aber ich denke, es ist einfach ein Zeichen für Frieden überhaupt. Und je mehr Menschen sich dafür engagieren, umso besser. Als ich das erste Mal da war, bin ich in den Friedenssaal gegangen und habe danach die kurze Kundgebung gehört, aber nur ein kurzes Stück, und war ein bisschen verwirrt, muss ich sagen, weil in der Welt sind 20 Kriege und es war nur der Krieg der Ukraine im Gespräch bei der Kundgebung. So. Ich hoffe, dass die Friedenskette für alles ist. Ich war jetzt sehr dankbar, als ich wiederkam und Schilder sah, dass es für alles sein soll, dass wir in allen Frieden finden, dass wir in allem gucken, dass wir Klimaschutz machen, dass wir für andere da sind und dass wir gucken, was wir tun können, damit wir eine friedfertige Welt bekommen. Ich finde, das ist eine gute Organisation oder irgendwie auch eine Situation, wo man die Möglichkeit hat, irgendwie auch nochmal mit einer gewissen Symbolkraft irgendwie jetzt auch nochmal für Frieden einzutreten und darauf aufmerksam zu machen. Und genau, finde es toll, dass einige Leute sich da engagiert haben und das organisiert haben und sowas möglich gemacht haben. Und genau. Zusammenfassend lässt sich festhalten, dass die Friedenskette am 24. Februar 2023 als Erfolg benannt werden kann. Nicht nur haben zahlreiche BürgerInnen teilgenommen, sondern die meisten schienen auch ausgesprochen zufrieden mit der Organisation. Sie alle standen für wichtige Werte ein: Frieden und der Einsatz für die Menschenrechte.